So, herzlich willkommen, Martinas Matrix Mittwoch. Und heute ist ein richtig, richtig, richtig lustiger Tag. Also, mir geht es darum, dass ihr einfach mal reinspürt: Ja, das habe ich auch mit Matrix erlebt. Und genau so hat sich das angefühlt. Und ich würde das so und so beschreiben. Und nach einem Matrix-Coaching hat sich das bei mir so verändert und ich habe mich so gefühlt oder das wahrgenommen oder empfunden. Ich möchte, dass ihr wieder fühlt. Vor allem, wie es auch für euch vielleicht ganz am Anfang war. Gut. Ja, ja, ja. Ja, weißt du noch, dass wir das auch gecoacht haben, dass ich mit meiner Arbeit reise? So, tada. Ich lebe gerade mein Traumleben. Ich kann meine Kunst machen, kreativ sein, ich kann davon leben. Ich bin damit unterwegs, treffe unglaublich spannende, tolle Menschen, kreiere etwas, von dem ich denke, es hat Sinn. Voilà, da ist es. Es ist schon da. Und das ist dieses Gefühl, was ich immer von euch bekomme. Dieses, Simone, we got your back. So, das ist so schön, wirklich. Ja. Und dann denkt man, okay, dann kann ich auch fliegen. Dann könnt ihr sie sehen. Das ist die Sonja. Und die Sonja hat nämlich ein Interview mit mir gemacht. Kannst du dich noch erinnern, liebe Sonja, wann das war? Wir haben uns, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr früh in Berlin kennengelernt. Ja, das war 2014 in Berlin. Also das ist schon etliche Jahre her. Und seitdem habe ich schon alle vier Level besucht, dann andere Sachen, Specials und jetzt die Resonanzfelder. Also es hat mir immer großen Spaß gemacht. Und vor allen Dingen habe ich in den Kursen auch immer ganz tolle Leute kennengelernt. Ganz Sonja, jetzt geht es ja um die Erfolgsstory. Das heißt, es geht jetzt um das, die Zuhörer interessiert natürlich. Gibt es zu einem bestimmten Thema etwas, wo du sagst, da hat sich richtig viel für dich verändert, da hast du den größten Erfolg für dich erlebt durch die Arbeit in der Matrix? Ja, ich habe durch die Arbeit in der Matrix bin ich ruhiger geworden, auch fokussierter und ich habe unheimlich viel Energie. Und diese Energie, die muss ich weitergeben, sonst geht das gar nicht. Und worum es mir heute Abend geht, warum ich euch diese Videos zeige, ich werde euch noch zwei andere Videos zeigen, die noch nicht veröffentlicht sind. Mir war es ganz wichtig, dass ihr etwas zu sehen bekommt, was ihr noch nicht im YouTube-Kanal habt sehen können. Das, was ich jetzt von euch möchte, ist, dass ihr mal reinhorcht, ob ihr Worte hört, ob ihr etwas damit verbindet, ob ihr euch irgendwo gesehen fühlt oder euch mit irgendeinem Teil von dem, was dort gesprochen wird, identifizieren könnt. Aus und richtig mit Schluchzen wie ein kleines Kind. Und ich konnte das weder steuern, noch kontrollieren, noch aufhören, gar nichts. Und ganz viele Menschen im Raum haben angefangen mit zu weinen. Und meine Freundin Theresa war mit dabei und hat mich hinterher gefragt, ja, wo kam die ganze Traurigkeit her? Es war überall im Raum zu spüren, da diese Traurigkeit. Und wir sind nach Hause gefahren nach diesem Workshop. Und ich habe dann zu meiner Theresa gesagt, Theresa, ich kündige. Ich kündige. Ich habe so ein Gänsehaut gerade, kann dich so fühlen. Ja, ich weiß noch, wie du sofort die Entscheidung getroffen hast, zurückzugehen nach Deutschland. Ja. Ich habe am nächsten Tag meine Kündigung eingereicht und bin einen Monat später nach Hause geflogen, mitten in der Saison. Ich könnte jetzt noch heulen. Ich kann das so, es gibt ja keine Zeit. Das heißt, es ist jetzt noch so fühlbar und es war ja so, so klar der richtige Schritt für Raum dich auch. ist, ich weiß nicht, wer hat das eben gespürt, die Gänsehaut, als die Sarah gesprochen hat? Habt ihr das fühlen können? Also mich hat das auch jetzt eben noch total ergriffen, weil, und ich erinnere mich natürlich genau an die Situation, an die Lebenssituation, die sie hatte. Ich habe dadurch meinen Beruf gefunden, meine Berufung. Also ich werde nie, nie vergessen, als ich das allererste Mal dieses Matrix von 2 Jahren Bekannter, der mir das gezeigt hat, als ich das erste Mal in meinen Zellen gespürt habe,
Ich hatte ja das Gefühl, als hätte mir einer einen Panzer von der Brust genommen, eine ganz schwere Platte. Und ich hatte danach das Gefühl, als würde ich das erste Mal in meinem Leben richtig, richtig tief durchatmen können. Und ich habe mich total befreit und leicht gefühlt. Und das, was ich danach mit Matrix erlebt habe, ich habe ja einen Lachflash nach dem anderen gehabt, wenn mich jemand gematrixt hat. Ich habe einfach am Boden gelegen und ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Und wenn dann jemand gefragt hat, warum ich lache, was denn so lustig ist, dann konnte ich einfach immer nur sagen, ich finde alles gerade lächerlich. Ich finde es lächerlich, dass ich mir Sorgen gemacht habe. Ich finde es lächerlich, dass ich wütend war oder an mir nicht vertraut habe. Und es war auf einmal alles da. Ich war einfach mit allem, was ist, verbunden. Vielleicht habt ihr auch eine kleine Geschichte. Vielleicht habt ihr auch so einen Moment, den ihr beschreiben könntet, wo ihr sagt, ja, und da habe ich genau gewusst, Matrix, die Arbeit in der Matrix hat mein Leben verändert. Wer von euch mag denn etwas sagen über seine Erfahrungen? Dass für mich das so wertvoll ist, wenn du mit mir matrixst, weil du hinter Dinge blicken kannst, die mir oft so verborgen sind. Das heißt, ich stehe im Wald und sehe dann die Bäume nicht. Ich weiß, da ist etwas, und ich kann es nicht sehen oder nicht in Worte fassen. Und du siehst es einfach von außen oder spürst das von außen. Und dann denke ich mir, auf das wäre ich selber nie gekommen. Und wenn du das dann aussprichst, dann komme ich einen Schritt weiter. Dann kann ich mitgehen. Dann kann ich den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen. Und das finde ich faszinierend. Ja. Ich glaube, alleine, also ich matrixe ja ganz viel, eigentlich täglich mich selbst, aber wenn du mit in die Matrix gehst, dann ist das nochmal ein absoluter Kick für mich. Dankeschön. Gerne. Gerne. Ja. Also, ich sehe es auch so, ich nenne es immer, weil ich kenne das vom Surfen, ist der Pivot Point, der Drehpunkt, und wir hatten die letzten 10 Jahre viele interessante Situationen im Leben, die einen selber manchmal an den Rand der Verzweiflung gebracht haben, wo man gesagt hat, Menschenskinder, so macht es nicht mehr wirklich Spaß. Und wir sind jedes Mal auf eine Lösung gekommen. Und das ist der Punkt, vor allem diese Jahresprojekte oder wie jetzt diese Donnerstag-, sprich Montagsgruppe, dieses permanente Dranbleiben gibt einem immer wieder den Kick, und das ist das, was mich bei Matrix fasziniert. Auch die ganzen Situationen, die letzten 2, 3 Jahre mit Gabis Krankheit, wo man dann oft an einem Punkt stand ist, wo man gesagt hat, jetzt weiß man wirklich nicht mehr weiter. Und dann haben wir gematrixt und haben wir gemerkt, jetzt geht's wieder, jetzt läuft's. Und die Panik, die dann oft da war, die ist wirklich rausgegangen. Und von daher, ja, die coolen Momente werden immer mehr. Dankeschön. Also ich habe gedacht, heute ist mal Beweichräucherungstag. Ja, das darfst du auch annehmen, ja. Leben, gerne. Das dürft ihr beide gerne annehmen. Also schöne Grüße auch an Frank. Ne? Ich habe vergessen zu sagen, der größte Erfolg war gar nicht unbedingt jetzt, dass ich diese CD mache, sondern dass ich aus dieser Lebenskrise wieder, ich war so depressiv. Und das bin ich überhaupt nicht mehr. Also jetzt bin ich zwar, es klappt nicht und ich ärgere mich, oder manchmal denke ich mir, Mist. Und also natürlich gibt es Auf und Abs. Aber ich war wirklich am Boden. Ich war so depressiv, dass ich gar nichts mehr machen wollte. Und es war ein Wunder, dass ich mich überhaupt zu euch in das Seminar geschleppt habe. Also für mich sind Welten zwischen der Frau, die ich kennengelernt habe in dem Seminar in Wien, und der Frau, die ich jetzt auf der Bühne, nicht nur auf der Bühne sehe, sondern auch so, wir sind ja auch so in Kontakt und telefonieren und sprechen miteinander. Und da ist eben von dieser alten Ausstrahlung, von dieser Schwere, die ist einfach komplett aufgelöst. Und dadurch, dass das aber schrittweise geht, sieht man das einfach oft nicht gleich, sondern eben erst im Nachhinein. Mhm.